Hallo und herzlich willkommen im Wald. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, dass ich einen kleinen Vortrag gehalten habe vor 2 Wochen zu Nährstoffexporte durch die Holzernte und eventuelle Nährstoffrückführung durch Ascherückführung bzw. die Alternative mit der Kurzumtriebsplantage als weniger nährstoffverbrauchende Alternative zur sonstigen Energieholznutzung. Titel des Videos war, glaube ich, also auch irgendwas darum, dass es um Brennholznutzung ging. Ich erzähle gleich nochmal was zu Brennholz in einem anderen Video, aber wie sich das bei jeder guten, bei jedem guten wissenschaftlichen Vortrag so gehört, gehört dazu auch eine Diskussion. Sprich, das Auditorium darf Fragen stellen und Anmerkungen machen, was ihr ja dankenswerterweise auch getan habt, was mich sehr freut. Und wie gesagt, das ist einfach standardmäßig so, dass da noch eine Diskussion dazu gehört, wo der Referent, das bin ich, dann eben auf die entsprechenden Anmerkungen noch eingeht und eventuelle Fragen beantwortet bzw. Diskussionsanregungen aufnimmt. Und genau das machen wir jetzt. Und zwar ist es so, dass ich euch aus urheberrechtstechnischen, copyright-technischen und sonstigen Gründen, glaube ich, vorher irgendwo hinschreiben muss, dass eure Kommentare unter Umständen für ein Kommentare-Kommentier-Video genutzt werden könnten. Und sonst darf ich euch eigentlich die Dinger nicht hier unten einblenden, weil ich dann möglicherweise gegen Persönlichkeitsrechte der kommentarschreibenden Person verstoße. Hat mich jetzt mal jemand aufgeklärt, dass das wohl scheinbar teilweise so sein kann. Also will ich das nicht tun. Stattdessen lese ich die entsprechenden Kommentare einfach mal anonym vor. Ich besitze nämlich einen Drucker. Und dann gehe ich da entsprechend drauf ein. Es ist jetzt nicht so viel, aber schon noch ein paar wichtige Dinge auch, die ich zum Teil vergessen, stimmt nicht, aber halt nicht erwähnt habe im entsprechenden Video, weil irgendwo sprengt es dann auch den Rahmen und irgendwo muss selbst ich gucken, dass ich mich einigermaßen kurz fasse. Gut, was noch fehlt in deinem Beitrag ist, dass importiertes Holz, egal ob nachhaltig geschlagen oder nicht, zusätzlich CO2 durch den Transport freisetzt. Gleiches gilt dann auch für das Düngen per Helikopter. Der schwebt ja auch nicht gerade per Elektroantrieb durch den Äther. Das Verbrennen von Holz mag zwar klimaneutral sein, aber die Gewinnung, Transport und Bearbeitung, bis man es als Hackschnitzel oder Pellets zu Hause hat, praktisch wird sich das mit der Helidüngung nur bedingt ausführen lassen. Man denke da nur mal an die eingesauten Waldbesucher, Waldsportler, Waldarbeiter. Photosynthese funktioniert per Licht, Sonne. Wenn das Laub eingestaubt wird beim Helidüngen, was passiert dann mit dem Baum, beziehungsweise wie verträgt sich das dann überhaupt für den Baum, die Büsche und die Sträucher? Dann wäre da noch die Abdrift des Düngers beim Ausbringen per Heli. Und dann noch die Feinstaubbelastung. Energiewald hört sich im ersten Moment auch ganz gut und sinnvoll an, aber bei Monokulturen gibt es ja auch wieder spezielle Schwierigkeiten. Anstieg der Schädlingspopulation zum Beispiel. Wie du schon selber gesagt hast, da gibt es noch viel zu überdenken, trotzdem wieder mal ein toller Beitrag von dir. Danke für das Lob übrigens. Wie gesagt, ich füge jetzt gar nicht hinzu, von wem welcher Kommentar ist. Derjenige, der sich angesprochen fühlt, darf das natürlich gerne tun und für alle anderen wisst ihr jetzt, worum es geht. Ja, dann gehen wir da jetzt mal drauf ein. Das erste war ja, dass das mit dem Holzverbrennen zwar als CO2-neutraler Brennstoff gehandelt wird, aber das ja eigentlich nicht wirklich ist, weil ja noch Transport und Aufbereitung und all so ein Zeug und auch die Holzernte da noch dazukommen. Das ist natürlich richtig. Das habe ich jetzt nicht großartig dazu gesagt, weil das nochmal ein Riesensteckenpferd ist. Das ist die sogenannte Ökobilanzierung, also ist ein möglicher Name dafür, für dieses ganze Steckenpferd, was da dahinter steckt. Da geht es darum, dass man ein mögliches Produkt nimmt, meinetwegen ein Steherbrennholz, und da den kompletten Produktlebenszyklus zurückvollzieht, vom Rohstoff aus der Natur, zu dem man unter Umständen auch nochmal irgendwie ein bisschen was beigetragen hat, dass der so entstehen kann, wie er entsteht. Beispielsweise man hat eben gedüngt, jetzt im Fall von zum Beispiel einem landwirtschaftlichen Produkt, einer Tomate, oder was auch immer, und dann halt eben über die komplette den kompletten sogenannten Produktlebenszyklus bis zur Endnutzung des Produktes. Das ist bei Holzprodukten von daher interessant, weil zum Beispiel ein Stuhl
ja unter Umständen, nachdem er im Wohnzimmer steht, sein Produktlebenszyklus noch nicht vollendet hat, weil er am Schluss nicht einfach nur entsorgt wird, wie das bei fast allen anderen Produkten der Fall ist, sondern man kann aus denen dann zum Beispiel auch nochmal Hackschnitzel machen und ihn dann nochmal energetisch entnutzen, weshalb Holz eine hervorragende CO2-Bilanz hat, eben über ihre komplette, über die komplette Nutzungsdauer, gerade bei der stofflichen Verwendung von Holz. Also wenn man es nicht aus dem Wald nimmt, um es direkt zu verbrennen. Aber ja, wenn man eben das Holz tatsächlich aus dem Wald nimmt, um es direkt zu verbrennen, dann ist es auch nicht so gut. Aber die CO2-Bilanz bleibt trotzdem nur sehr gering positiv. Also sprich, es gibt mehr CO2 an die Atmosphäre ab, als bei der Produktherstellung quasi an CO2 aufgenommen wird. Es bleibt damit ja der beste Brennstoff unter allen möglichen Brennstoffen, mit denen man heizen kann, mit Ausnahme eben von Sonnenenergie, was ja kein Brennstoff ist. Aber wenn man wirklich etwas verbrennt, einen Stoff nimmt und den verbrennt, dann ist Holz ökologisch gesehen der klimatechnisch günstigste. Wenn auch nicht wirklich klimaneutral. Dieses klimaneutraler Brennstoff, das ist, ja, kann man so sagen, eigentlich fast schon ein Werbeslogan der Holzindustrie, den wir Holzwissenschaftler uns gerne zunutze machen, um eben darauf hinzuweisen, dass wir über ein tolles Produkt Bescheid wissen. So ein ganz kleines bisschen Nationalstolz in Anführungszeichen schwingt da natürlich mit. Sehr gute Anmerkung, wirklich hervorragende Ergänzung auch zu meinem Vortrag, dass das jetzt auch nochmal drin ist. Ich mache dazu auch nochmal extra irgendwann ein extra Video. Ich habe wirklich genug Ideen, gerade eben wenn es um solche, ja, schon so halbwissenschaftlichen Vorträge geht, da gibt es Themen noch und nöcher. Noch und nöcher. So, was hat er denn hier noch geschrieben? Ja, dann ist die Sache mit der Helidüngung. Auf das ganze Düngungszeug gehe ich nachher noch ein. Das machen wir dann nochmal als Extrapunkt. Deshalb will ich das jetzt nicht groß sagen. Ja, und dann eben die Sache mit dem Energiewald, die Kurzumtriebsplantage. Das hört sich im Moment auch gut und sinnvoll an, aber bei Monokulturen gibt es ja auch wieder spezielle Schwierigkeiten, Anstieg der Schädlingspopulation und so weiter. Ist richtig, aber tatsächlich ist so der aktuelle Forschungsstand, dass das kein großes Problem darstellt, weil die da speziell ausgebrachten Bäume bestimmte Klone sind und es kaum nennenswerte Pappelschädlinge gibt. Es handelt sich in der Regel immer um irgendwelche speziellen Pappelklone, also spezielle Züchtungen. Keine Gentechnik, das ist nochmal wichtig zu erwähnen. Das ist konventionelle Pflanzenzüchtung. Also man nimmt einfach Pflanze A und steckt sie neben Pflanze B und dann macht Puff! Und die haben einen gemeinsamen Nachkommen. So im übertragenen Sinne natürlich nur. Also wirklich nur konventionelle Forstpflanzenzüchtung. Das ist jetzt, hat man seit es uns gibt, hat man schon so ein bisschen unbewusst zum Teil Pflanzen gezüchtet. Zum Teil vielleicht auch schon bewusst, dann ist es historisch nicht unbedingt überliefert, aber sämtliche Nutzpflanzen, die wir heutzutage nutzen, sind irgendwo züchterisch beeinflusst. Waldbäume so gut wie gar nicht, aber es gibt halt eben auch im Baumbereich Züchtungen, wie der Apfelbaum draußen auf dem Acker. Der Wildapfel, der schmeckt überhaupt nicht gut. Der hat nichts zu tun mit dem Apfel, den wir haben, als solchen kennen. Von daher, ja, selbstverständlich ist da die Forschung noch dran. Aber gerade eben so was Schädlinge angeht, ist das Problem bisher relativ gut in den Griff bekommbar. Zumal eben auch in diesen Monokulturen dann notfalls, sollte da doch mal eine riesigere Schädlingspopulation aufkommen, der Schaden relativ gering ist, selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sämtliche Bäume radikal gefressen werden. Dann sägt man sie halt dann 2 Jahre früher um, hat einen vergleichsweise geringen wirtschaftlichen Schaden und die treiben ja trotzdem nochmal neu aus. Das ist ja gerade eben das Tolle bei diesen Energiewäldern. Du sägst sie um, sie treiben neu aus. Du sägst sie um, sie treiben neu aus. Du sägst sie um, sie treiben neu aus. Und der Arbeitsaufwand ist einfach wahnsinnig gering, weil man, nachdem man das Ding erstmal gepflanzt hat, dann wirklich für 5, 6, 7 Zyklen, wenn es gut läuft, nichts anderes machen muss als alle paar Jährchen. Tabula rasa und das Zeug wächst wieder hoch. Und wie gesagt, selbst bei einer Komplettvernichtung durch irgendwelche Schädlinge würde wieder hochwachsen. Aber da sind wir noch dran mit der Forschung und das war ja auch tatsächlich auch ein Vortrag
aus der noch relativ aktuellen Forschung, aus der aktuellen Wissenschaft, das ist alles noch nichts, was irgendwie jetzt schon bewiesen wäre oder was jetzt so im großen Maßstab in die Tat umgesetzt werden würde. Gut, nächster Kommentar. Mit der Helidüngung wäre für Schindluder Tür und Tor geöffnet, da es nicht lange geht, bis man bei jedem unkontrollierten Dreck oder Sondermüll verbrennt und als Asche einfach in die Luft verteilt. Und andernorts werden Filter vorgeschrieben für Luftreinheit. Da wird es kaum möglich sein, für eine Waldbestäubung mit Asche, Filterrückstände, Fragezeichen, in der Bevölkerung Verständnis zu gewinnen. Ich stehe dann daher schon auch dem daher schon auch etwas skeptisch gegenüber. Dann gab es noch den Vorschlag, anstatt den Dünger flächig über den Wald zu verstreuen, schlage ich vor, dort, wo ein Baum entnommen wird, eine äquivalente Menge Dünger manuell auszubringen. So viel Mehraufwand kann das auch nicht darstellen. Was die Schwermetallbelastung betrifft, so kommt die ja auch dann zurück in die Umwelt, wenn man das Holz kompostiert oder im Wald verrotten lässt. Gut, dann gehe ich mal kurz auf die Schwermetallgeschichte ein. Das machen wir nämlich nicht im Zusammenhang mit der ganzen Düngergeschichte. Ist ja so, was mit der Schwermetallgeschichte muss man einfach wahnsinnig darauf achten, dass man für die Düngung des Waldes, wenn man eben Waldasche in den Wald zurückführen möchte, um sie als Dünger zu verwenden, da muss man ganz arg darauf achten, dass das dann wirklich nur Asche aus Waldholz ist. Also nur, was aus dem Wald direkt genommen wird und dann verfeuert wird, das darf auch in den Wald zurück. Was man nicht machen dürfte, eben wegen der Schwermetallbelastung unter anderem, wäre Holz zu nehmen, das zum Beispiel von irgendwelchen alten Möbeln stammt. Weil das könnte irgendwie lackiert sein, das könnte sonst wo rumgestanden sein, wo aus irgendwelcher Gründe sich irgendwelche Dinge ins Holz eingelagert haben und auch irgendwelche Chemikalien oder sonst was, was im Holz normalerweise nichts zu suchen hat. Es könnte bei der Herstellung irgendwelche alten Klebstoffe verwendet werden, die nicht gerade umweltfreundlich sind. Die heutzutage verwendeten Klebstoffe, zum Beispiel für Spanplatten und ähnliches, die sind schon gar nicht mehr so schlimm. Jetzt auch nicht völlig unbedenklich, aber mittlerweile ist das eigentlich kein so großes Problem mehr. Aber früher sah das auch noch mal ein bisschen anders da aus. Wichtig ist halt eben, es darf kein Holz aus straßennahen Waldbeständen, dann musste das auch mal separiert werden, weil gerade bei straßennahen Bäumen, selbst wenn es Waldbäume sind, haben die halt einen höheren Eintrag an Schwermetallen durch eben den Autoverkehr, insbesondere eben Blei, was ja nach wie vor im Kraftstoff unter Umständen enthalten ist. Und ich kenne mich mit Kraftstoff nicht aus. Soweit ich weiß, ist da Blei drin. Wirklich keine Ahnung. Mit fossilen Energieträgern, da bin ich nicht der Experte für. Ich bin für die andere Abteilung zuständig. Aber zumindest ist es bisher immer so gewesen, dass an Straßen ein erhöhter Bleieintrag in den Boden stattgefunden hat, halt dadurch, dass die ganzen Abgase da dauernd unterwegs sind und dann eben das Blei im Boden auch in die Bäume aufgenommen wird. Und wenn man dann so ein Holz natürlich dann wieder als Dünger im Wald verteilt, dann verteilt man eben diesen Blei auch über den gesamten Wald, wo man es ja nicht unbedingt haben möchte. Das wäre also eben nochmal so ein Ding, was man zum Schwermetalleintrag sagen kann. Mehr fällt mir jetzt dazu ist nicht unbedingt ein. Ganz schlimm wäre es natürlich dann irgendwelche sonstigen Verbrennungsrückstände aus tatsächlich irgendwelchem Abfall auch irgendwie in der Natur zu verteilen, weil man sagt, ja, auch das enthält Nährstoffe, was so ist, das enthält auch Nährstoffe, aber eben auch ganz, 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 ganz viele Giftstoffe dann und eben die besagten Schwermetalle und ähnliches. Das wäre natürlich ein Super-GAU, das dürfte man nicht machen. Es ist also schon mit einem gewissen technischen Aufwand verbunden, diese Ascherückführung, dass man dann halt wirklich unterscheidet. Jetzt heizen wir mal in unserem Kraftwärmekoppel. Jetzt fällt mir schon wieder dieses verdammte Wort nicht ein. Egal, jedenfalls heizen wir in unserer Großindustrieanlage, die gleichzeitig Wärme und Strom erzeugt, mal diese Woche nur mit Waldholz. Nur mit ökologisch gutem Holz mitten aus der Natur. Um mal kurz den Begriff des anderen Benjamin zu verwenden. Wie dem auch sei.
Solange man das so machen würde, dann wäre eben kein Problem, diese Asche dann in den Wald zurückzuführen. Blöd wäre halt eben der technische Aufwand, den man deswegen betreiben müsste, weil man müsste vorher alles sauber machen, damit man dann wirklich in dem entsprechenden Aschefänger, in dieser Großindustrieanlage, dann auch nur die gute Asche bekommt und nicht noch irgendwelche Reste drin hat von der schlechten Asche. Und dann müsste man halt quasi jedes Mal einen großen Reinigungsprozess machen, wenn man jetzt sagt, jetzt nehmen wir mal nur Holz aus dem Wald und jetzt als nächstes, die nächste Woche nehmen wir halt nur Holz aus alten Spanplatten zum Beispiel. Schwierig. Da gibt es halt noch viel, was man da in der Richtung irgendwie noch klären müsste, dass das dann auch alles gut funktioniert. Ist tatsächlich eben noch so ein bisschen diffizil. Von daher sind diese Kommentare ja auch alle wirklich wahnsinnig gerechtfertigt. Ja, dass ich die anderen Kommentare bzw. die anderen Teile der Kommentare dann größtenteils auf die Düngung beziehen, möchte ich jetzt darauf nochmal genauer eingehen. Es ist bei der Düngung von Wäldern ja so, dass das der Förster nicht gerne macht, weil er gerne hat, dass sein Wald ohne Düngung auskommt, weil das auch irgendwo so ein Image-Ding ist, dass man als Förster, Forstwissenschaftler oder wer auch immer im Wald halt eben aktiv ist, sagen kann, unsere Form der Landbewirtschaftung, der Landwirtschaft, braucht keinen Dünger. Wir sind die einzige Landwirtschaft, die keinen Dünger verbraucht und produzieren trotzdem ein schönes, tolles, landwirtschaftliches Produkt. Ja, Forstwirtschaft ist keine Landwirtschaft. Unter anderem großes Unterscheidungsmerkmal, der Landwirt muss düngen, der Förster nicht. Das ist tatsächlich einer der Knackpunkte bei der Unterscheidung sogar, weshalb garantiert ganz viele Förster wahnsinnig ungut die Idee finden werden, dass man jetzt Dünger in den Wald kippen sollte, beziehungsweise unter Umständen sollte. Wir reden hier auch nicht von großen Mengen. Also selbst wenn man jetzt diese Nährstoffrückführung tatsächlich so komplett jetzt umsetzen würde in den nächsten 10 Jahren, was völlig utopisch wäre, das wird nicht passieren, dann wären es immer noch keine großen Mengen an Dünger, von denen wir da sprechen, was da ausgebracht werden muss. Und es gibt ja auch Waldböden, bei denen keine Düngung notwendig wäre. Es sind nur so einzelne Bestände, bei denen das dann großflächig der Fall wäre. Gut, dann gab es ja den Vorschlag, dass man, wenn man jedes Mal einen Baum entnimmt, quasi in das an den Stumpen, der dann da übrig bleibt, ein Schäufelchen Dünger hinschäufelt. Ja, das ist eine Möglichkeit. Das ist die sogenannte händische Ausbringung von Dünger. Das macht man normalerweise üblicher dann, wenn man einen Baum pflanzt. Also sprich direkt ins Pflanzloch meistens. Das soll heißen, man gräbt ein Löchlein, man nimmt sich das Pflänzlein, das man gleich pflanzen möchte, den jungen Baum, und vorher schmeißt man halt eine Handvoll Dünger ins Loch, damit das Pflänzlein dann entsprechend gleich direkt besser wächst. Das funktioniert. Das erhöht halt eben die Pflanzkosten nochmal ein bisschen geringfügig und in den allermeisten Fällen hat sich bisher herausgestellt, dass das einfach nicht notwendig ist, weil gerade für die Jungpflanzen, genug Nährstoffe erstmal noch im Boden vorhanden sind, und wenn die Bäume dann mal älter sind und dann auch noch mehr Nährstoffe benötigen würden, weil einfach mehr Biomasse da ist, dann reicht natürlich dieses Händchen voll Dünger, was man da bei der ursprünglichen Entnahme der Nährstoffe mal dazugegeben hat, würde dann nicht mehr viel bringen. Beziehungsweise bringt dann überhaupt nichts, ist schon längst irgendwo verbaut. Und das ist einfach zu wenig Dünger. Über das gesamte Baumleben gesehen, ein Schäufelchen Dünger dann für so ein Riesending wie das Teil hier hinter mir, das bringt jetzt nicht so viel. Meine Meinung, da gibt es jetzt auch noch alle möglichen Publikationen dazu, die ich jetzt nicht für dieses Video nicht extra alle gelesen habe. Das übersteigt so ein bisschen meine zeitlichen Möglichkeiten und ich bin kein großer Düngerexperte. Ja, man könnte eben auch, wie eben im Kommentar vorgeschlagen, dass man bei der Holzernte dann jedes Mal da noch ein bisschen Dünger hinschaufelt. Das könnte man auch machen, aber das große Problem bei dieser insgesamt händischen Ausbringung von Dünger ist, dass man den Dünger immer nur punktuell ausbringen kann. Man hat also einzelne Punkte, an denen ist dann eine super erhöhte Nährstoffversorgung. Und überall sonst eben nicht. Das kann auch dazu führen, dass an diesen Punkten dann einfach irgendwelches Gestrüpp hochwuchert, irgendwelche Unkräuter, in Anführungszeichen, die man dann da gar nicht haben will. Und das ist insbesondere dann ein Problem, wenn man das direkt nach der Holzernte macht,
Weil da dann halt eben der Kronenschlussgrad relativ gering ist, viel Licht auf den Boden kommt und Dinge, die viel Licht brauchen fürs Wachstum, dann sowieso verstärkt auftreten und dann eben den Dünger wahrscheinlich noch besser verbrauchen würden, als es die vergleichsweise schlecht hochwachsenden Bäume dann könnten. Soll heißen, man kriegt dann ein Brombeerdickicht, im schlechtesten Fall, anstatt eines neuen Waldes, der dann gleich mal von Anfang an gut mit Dünger ausgestattet ist. Und aber auch da hatte man das Problem, die Nachfolgegeneration der Bäume ist ja dann erstmal sehr, 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 sehr jung, nimmt noch nicht viel von dem Dünger auf und der wird ausgewaschen. Es ist beim Dünger allgemein ein großes Problem. Man kann jetzt nicht einfach sagen, man kippt jetzt einen Haufen Dünger in den Wald, das macht man einmal, dann ist der Wald so voll mit Dünger, dass der Boden seine Kapazität an Nährelementen wahnsinnig toll auffüllen kann und dann ist der Boden für die nächsten 1000 Jahre quasi gedüngt. Das wäre zwar technisch gesehen möglich, so viel Nährstoffe auf den Boden draufzukippen, dass das rein von den Mengen her hinkommen würde, aber das Aufnahmevermögen ist das Problem. Das wird nämlich einfach alles ausgewaschen. Wenn man also zu viel draufkippt, dann landet es bloß im Grundwasser. Was auch wieder ein Riesenproblem ist, wenn wir unser Grundwasser überdüngen. Dann haben wir da halt eben wieder die Eutrophierung sämtlicher Gewässer. Trinkwasser wird auch nicht unbedingt besser dadurch, im Gegenteil. Und alle möglichen lustigen Dinge, die im Wasser so leben können, haben auch gerne zum großen Teil dieselben Nährstoffe, die der Wald auch gerne hat. Und wir düngen dann unseren Fluss. Und das ist halt eben sehr bedenklich. Man kann also nur kleine Mengen Dünger ausbringen und das muss man dann mehr oder weniger regelmäßig tun. Ist so ein bisschen auch wieder so ein Problem, da die richtige Balance zu finden, dass man sagt, ich dünge jetzt alle 5 Jahre, alle 6 Jahre, alle 10, alle 12, wie auch immer. Und wenn ich dünge, wie oft, mit was dünge ich dann, welche Menge dünge ich, welche Menge von welchem Nährelement und welche Zusammensetzung und in welcher Form des Düngers. Das ist alles ganz schön kompliziert. Die Alternative zu dieser händischen Ausbringung, die halt eben diese einzelnen Düngerhäufchen dann quasi wären, die nicht lange halten, weil ein großer Haufen, der würde wieder ausgewaschen werden. Also man müsste, wenn, ja, also die einzige Möglichkeit, um es mal so zu sagen, große Mengen Dünger in den Wald zu kriegen, die sich dann über den gesamten Wald verteilen und vom Wald dann auch aufgenommen werden, die dann mengenmäßig auch eine richtige Rolle spielen, dass wirklich viel Dünger da ist und man nicht alle paar Jahre wiederkommen müsste. Wäre halt wirklich dann nur der Hubschrauber. Alternativ gibt es noch Streugeräte. Ein Kreisel- oder Pendelstreuer zum Beispiel. Das ist dann tatsächlich so ein kleines Maschinchen, das man da sich vor sich her schiebt im Walde und dann auf den Knopf drückt und dann macht der Drrrr. Das ist ähnlich wie diese Salzstreugeräte beim Straßensalzen, damit man da entsprechend besser laufen kann. Das wäre quasi sowas in der Richtung, nur dass der halt Dünger raushaut im Umkreis von ein paar Metern. Man kann damit ganze Bestände einigermaßen gleichmäßig düngen. Das ist aber schon dann wieder ein ziemlicher Aufwand. So ein Ding muss man erstmal haben. Da muss der Bestand auch noch einigermaßen befahrbar sein, wenn das ein ziemliches Dickicht ist, was halt oft der Fall ist. Dann wird das extrem schwierig, damit sowas nennenswert den Dünger zu verteilen. Aber ja, wenn man das bezahlen wollte, wäre das definitiv eine Alternative. Es gibt auch noch Verblasegeräte, das ist dann so eine Art, ganz einfach ausgedrückten Laubbläser, der aber halt eben nicht Laub durch die Gegend bläst, sondern so ein Düngerstaub. Damit ist auch eine recht großflächige, feine Verteilung vom Dünger möglich. Ja, das wäre vielleicht noch am ehesten die Alternative zum Heli. Was man halt bisher wirklich in der Praxis überwiegend gemacht hat, als man noch nennenswert den Wald gedüngt bzw. gekalkt hat. Kalkung ist im klassischen Sinne eigentlich keine Düngung, auch wenn es im Prinzip dasselbe Verfahren ist, aber das geht auch schon wieder zu weit. Das Ding mit dem Hubschrauber ist halt so, dass man A, nicht großartig mit großen Maschinen im Wald rumfahren muss. Ach so, ja, das muss ich noch zusagen, dieses Verblasegerät, das ist eine große Maschine. Ja, also das ist, zwar ist da so ein Schlauch dran, den man dann quasi bedienen kann, wie den Laubbläser, aber das ist natürlich ein ganzer Tank. Man kann ja nicht jedem einzelnen Waldarbeiter so einen kleinen Kanister mit Dünger auf den Rücken schnallen.
der wäre viel zu schnell leer. Das ist schon ein großes Auto mit einem großen Tank drauf, in dem der Dünger drin ist, das dann halt eben dann nur an der Waldstraße düngen kann, weil dieser Bläserich nicht ewig weit in den Bestand reicht. Man muss also dann teilweise auf die Rückgassen befahren, wenn man wirklich alles düngen möchte, kriegt dann wieder zusätzliche Bodenverdichtung, belastet den Wald zusätzlich. Der ganze Prozess dauert lange. Man hat wirklich lange Zeit, irgendwelche Leute, die den Wald düngen, im Wald unterwegs. Und wenn die lange, lange, lange brauchen, dann kosten die auch lange, lange, lange Geld. Ist teuer. Der Hufschrauber hat halt eben den Vorteil, das macht man alle paar Jahre mal, wenn es gut läuft, alle paar Jahrzehnte sogar nur. Und der saust da drüber, haut das Zeug raus und der Wald ist gedüngt. Das ist innerhalb von einem Tag erledigt. Deshalb ist es auch gar nicht so teuer, weil man den Hubschrauber eben nur über sehr kurze Zeit braucht. Und was er effektiv dann an Fläche abfliegen muss, hält sich eigentlich auch fast schon in Grenzen. Man kann also nicht sagen, dass Heli-Verfahren besonders teuer wäre. Dann kommt noch dazu, dass es für den Waldboden selber sehr schonend ist und der Dünger, weil halt eben nicht auf dem Waldboden rumgefahren werden muss, und der Dünger ist halt wahnsinnig gleichmäßig über den Wald verteilt. Das heißt, es gibt nicht irgendwo irgendwelche Punkte, wo zu viel gedüngt wird, was bedeutet, dass dann das Ganze der Dünger ausgetragen wird und wieder im Gewässer landet. Das kann man mit dem Heli auch ganz gut vermeiden. Ja, das sind so die wesentlichen Vorteile von dem Ding. Ich muss mal gucken, was hier noch so steht. Ja, es ist wurscht, wie das Gelände beschaffen ist. Man kann also auch Flächen düngen, die ganz schlecht zu befahren sind. Ja, genau. In Amiland bzw. Kanada oder auch in Russland macht man das zum Teil dann sogar mit dem Flugzeug. Da geht es dann noch schneller und in noch größeren Mengen. Aber das macht bei unserer kleinflächigen Landschaft hier überhaupt keinen Sinn. Also da ist Heli wirklich das Höchste der Technologisierung, die man da einsetzen kann bei der Düngerausbringung. Der Flieger braucht ja dann auch wieder eine Landebahn und alles. Das ist alles so kompliziert, das macht bei uns kein Thema. Ja, klar, Nachteile hat das selbstverständlich auch. Man müsste also irgendwie schon irgendwie die örtliche Bevölkerung darauf hinweisen, dass am so und so vielten tatsächlich der Düngeheli unterwegs ist. Und wenn es ganz dumm kommt, würden sie ein bisschen Düngerfilm abbekommen, möglicherweise. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm, wie man sich das jetzt vorstellt. Also das ist nicht so, dass man da im Wald hockt, oh, und dann kommt so eine riese Wolke Asche und man ist schwarz. So große Mengen sind das jetzt auch wieder nicht. Vieles bleibt auch in den Blättern hängen, womit wir bei dem Punkt wären, der hier angesprochen wurde in den Kommentaren, dass darunter doch die Photosynthese leidet. Man macht diese Düngerausbringung im Idealfall kurze Zeit vor dem Wetter davor, dass der Wetterbericht sagt, dass es regnet. Weil sobald es regnet, wird das ja alles von den Blättern runtergewaschen bei entsprechend genug Regen und wird dann gleich in flüssiger Form gleich in den Boden eingedüngt, sozusagen. Soll heißen, es liegt auch kein schwarz-weißer Asche-Kalkfilm überall auf dem Waldboden, den man dann monatelang da eben rumliegen hat und da monatelang sieht, sondern es ist wirklich eine kurze Zeit, die das überhaupt nur sichtbar ist, dass hier gedüngt worden ist und dann ist das alles mehr oder weniger zumindest sichtbar verschwunden und wird von den Blättern auch ruckzuck runtergewaschen. Also die Belastung für die Bäume, Sträucher und sonstige Pflanzen, die ist mini. Im Gegenteil, der Dünger ist sehr schnell auch verfügbar, weil er dann von den ersten Mikroorganismen im Boden auch schon ziemlich schnell umgesetzt wird und das funktioniert ziemlich flott, dass dann auch schon was aufgenommen werden kann, was gerade bei Pflanzen, die zu kämpfen hatten, weil sie an irgendeinem bestimmten Nährstoffmangel hatten, einen sehr schnellen Vitalitätsschub verpasst. Also so das allgemeine Wachstum des Waldes würde sich dadurch also definitiv netto verbessern. Von einem großartigen Schaden kann da tatsächlich nicht die Rede sein. Für die Tiere wäre es auch relativ egal. Und gerade beim Heli wird das Zeug nicht als feiner Staub abgeworfen, der dann da als Wolke in der Gegend rumfliegt, wie man sich das jetzt im schlimmsten Fall vorstellen könnte, sondern als Granulat. Soll heißen, das Zeug fliegt relativ schnell runter. Eben ein bisschen was bleibt auch an den Blättern
ankleben, je nachdem wie dicht das Nadeldach halt eben ist, wird dann aber beim nächsten Regen dann definitiv heruntergewaschen, dann haben wir alles am Boden, wenn nicht sogar im Boden, das löst sich relativ schnell auf. Es gibt auch Versuche, dass man ein lange haltendes Granulat nimmt, also ein Zeug, was wirklich ziemlich lange auf dem Boden liegt und den Nährstoff nur ganz langsam und nach abgibt, während dieses Granulat selber eben umgesetzt und verwittert wird. Das wäre sicherlich auch noch eine Alternative. Das dann mit dem Heli auszubringen, könnte ich mir ein wenig schwierig vorstellen, weil es relativ große Brocken sind. Und wenn die dann von da oben runtergeschmissen werden und auf den Wald herabregnen, ist das wahrscheinlich weniger gut. Das wäre tatsächlich was, was man dann mit so einem Streugerät wahrscheinlich machen müsste oder tatsächlich eben händisch in den Wald schmeißen. Ist immer so eine Frage, wie groß die Not ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ein Level erreicht ist, wo der Nährstoffmangel in den Böden wirklich so krass geworden ist, dass der Wald überhaupt zu sterben droht, dann könnte man sicherlich auch aus der Bevölkerung vielleicht einen Haufen Ökoaktivisten irgendwie rekrutieren, die Spaß dran hätten mit einem Düngersäckchen oder einem Eimerchen und durch den Wald zu rennen und diesen hier zu machen. Könnte ich mir echt vorstellen, aber das ist Zukunftsmusik, da muss man halt noch gucken, wie es eben dazu kommen könnte. Sämtliche Bedenken diesbezüglich sind aber selbstverständlich gerechtfertigt. Was haben wir denn hier jetzt noch? Habe ich jetzt noch was vergessen? Also ja, nochmal zur Feinstaubbelastung. Wenn es regnet, ist der Dünger wieder raus aus der Luft. Also wie gesagt, wenn man den ausbringt, kurz bevor es regnet, einen Tag vorher oder was, dann ist der so kurze Zeit bloß in der Atmosphäre unterwegs, der kann dann gar nicht großartig weggetrieben werden. Dafür ist das Zeug dann auch wieder zu schwer in der Staubform. Und selbst wenn es woanders landet, gäbe es auch kein Problem. Also wenn man daneben düngt, das wäre völlig egal. Es handelt sich nicht um so große Mengen, dass irgendwas anderes dadurch sofort eutrophiert werden würde. Zum Beispiel gerade einen Acker. Es ist ja keine Stickstoffdüngung. Das große Problem bei den Äckern ist, dass die an Stickstoff überdüngt sind. Und genau das ist ja das Zeug, was dann eben unsere Gewässer dann primär kaputt macht. Klar, der andere Kram sollte da auch nicht unbedingt ins Wasser reinkommen, das ist auch nicht gut. Aber das große Problem ist Stickstoff. Wenn man jetzt mit Stickstoffdüngung im großen Maßstab daneben düngt oder zu viel hindüngt oder auf irgendeine Stelle eben noch zusätzlicher Dünger draufkommt, der da nicht noch zusätzlich hingehört, das wäre tatsächlich ein Problem. Aber auf einen Acker noch eine zusätzliche Mineraldüngung aus Versehen drauf zu stäuben, das wäre jetzt nicht unbedingt gut, das würde auch zusätzlich Geld kosten, weil der Dünger dann auf dem Acker ist, wo er nicht hin soll, eben statt im Wald, dann müsste man halt im Wald eben noch mehr düngen, weil man daneben gedüngt hat. Klar, gut wäre das nicht, aber es wäre jetzt auch nicht schlimm. Also ein großes Problem, definitiv nicht. Blöd wäre es, wenn es direkt ins Wasser fällt. Da müsste man dann halt eben gucken, dass man nur da eben mit dem Heli düngt, wo auszuschließen ist, dass große Wasserflächen in der Nähe sind. Also vielleicht nicht unbedingt am Ufer vom Bodensee oder ähnliches. Ja, ich glaube, ich habe alles angesprochen, was angemerkt wurde. Gab noch einen anderen Kommentar, der mich ein bisschen... der mein Interesse geweckt hat, nämlich wie das denn mit der ganzen Nachhaltigkeit der Holznutzung allgemein ausschaut. Jetzt nicht unbedingt nur die Brennholznutzung, sondern insgesamt nutzen wir mehr Holz, entnehmen wir zurzeit mehr Holz aus der Natur, als diese nachliefern kann. Wie schaut es da aus mit der langfristigen Nachhaltigkeit im Holzbereich? Und das wird wahrscheinlich dann auch der nächste oder übernächste Vortrag von mir werden. Das Thema ist natürlich ganz spannend überhaupt, wie es mit der, ja, die praktische Umsetzung eben der forstlichen Nachhaltigkeit auch so ein bisschen auf für den Bushcrafter angepasstes, spezielles Niveau. Wie ich das so genau mache, weiß ich noch nicht. Irgendwas fällt mir schon ein. Gut, aber dann sind wir an dieser Stelle mit diesem Thema auf jeden Fall durch und soweit wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.